So Leute, und willkommen zu einem weiteren Part des Let's Plays zu Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Und ja, wir gehen jetzt zur Nordwüste E15. Der gesuchte Ganove wurde auswendig gemacht. Erkundungsteam, weg hier! Wie weg hier, mein Freund? Jetzt gibt's erstmal einen fetten Taubsamen ins Gesicht! Ja, mein Freund, aber das ist nicht gerechnet, wa? So, du bist eingekesselt, mein Freund. Jetzt kommt Ladevorgang Funksprung. 200 Schaden ins Face und boom, das war's. Kabuto ging K.O. Und dafür, meine Freunde, habe ich nochmal den Taubsamen mitgenommen, damit ihr es wisst. Und wir gehen aus dem Dungeon hinaus. Und mal gucken, was wir bekommen. Ich glaube, das wird echt heftig sein. Danke, dass ihr mein Item Topedex hier zurückgebracht habt. Bedankt ihr 4000 Geld! Oh, verdammt, nur 400. Aber dafür können wir uns wenigstens Döner leisten. Also von daher ganz gut. Recht. Gigasauger. Okay, das ist cool. Und 150 Retterpunkte. Und hör mal auf zu vibrieren, scheiß Handy. Meine Güte, der. Oh, da nerven schon wieder alle. Oh, ich bin so fame. Nein, Spaß, das ist es auch nicht. Oh, der Mond. Ich glaube, ihr habt ihn gar nicht gesehen, weil ich den Bildschirm nicht geswitcht habe. Sorry, Dudes. Bist du noch wach, Zero? Ich muss schon sagen, heute gab es viele Überraschungen. Als der große Zwiffens sagte, dass er aus der Zukunft kommt. Das war total irre. Zwiffens hat Reptane aus der Zukunft bis in unsere Welt gejagt. Er ist gekommen, um diesen hinterhältigen Reptane zu schnappen. Um ihn dann mit zurück in die Vergangenheit zu nehmen. Darum ist es sein Job, Reptane zu fangen. Wir müssen Zwiffens vertrauen. Tja. Natürlich würde ich Reptane liebend gerne selbst fangen, aber dafür bin ich noch nicht gut genug. Letztendlich bleibt uns nichts anderes übrig, als uns auf Zwiffens zu verlassen. Zero? Schläfst du wohl schon? Ich sollte besser auch schlafen. Es wäre toll, wenn Reptane bald geschnappt wird. Gute Nacht, Zero. Der nächste Morgen. Aufgestanden habt dafür, es ist morgen! Okay. Okay, guten Morgen. Möchtest du das am speichern? Oh yeah, baby. Bam, bam, bam. Und wir haben abgespeichert, das ist wunderbar. Ja. Und weiter geht's. Ja, dam, da, 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 da. So ist der Stand der Dinge. Wir haben noch nicht gehört, ob Reptane schon gefasst wurde. Hey, hey, gibt es Vesprit und seinen Freund gut? Davon wissen wir auch nichts. Wenn wir überhaupt keine Informationen bekommen, wir tappen im Dunkeln. Trotzdem können wir nicht auf eigene Faust losziehen und die Falle gefährden. Wir werden abwarten müssen, bis wir irgendwas hören. Bis dahin sollten wir unserer gewohnten Arbeit nachgehen. Also los, Pokémon, an die Arbeit! Hurra! Und es geht weiter. Ah, ihr zwei, erledigt heute Jobs angenommen, Brett. Ja, machen wir. Machen wir, kein Ding für den King. Werden wir erledigen, mein Friend. So, noch so eine schwierige Mission, würde ich sagen. Ach, wir haben leider keine gerade. Ampere-Ebene, da sind, boah, zwei geile Missionen mit S-Rang. Die können wir gerne machen. Nochmals in der Ampere-Ebene vielleicht? Nee, aber Strandhöhle. Strandhöhle, sehr schwer. Ich lösche mich mal von der Strandhöhle, obwohl ich gerne in die Strandhöhle gehe. Ja gut, Leute, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal in die Ampere-Ebene rein. Da habe ich ja mit meinem Bodentyp einen guten Vorteil eigentlich. Ey, meinem Elektrotyp, was laber ich denn da, ey? Mit meinem Elektrotyp guten Vorteil, beziehungsweise gute Resistenz eigentlich. Von daher werden wir das rocken, hoffentlich. Und mal gucken, wie wir das hinkriegen. Ampere-Ebene 1. Läuft bei uns. Pokémon-Raum! Was haben wir? Lärmob! Schade! So, jetzt erstmal das ganze Geld einsacken. Zero der Geldgeile, jetzt erstmal das ganze Geld einsacken. Sehr, sehr erhangungsunfähig, wa? Bist! Gebissen! Von Edward, dem Vampir! So, ich beiß euch alle kaputt. Wie das alles so ein gespammt wird, ne? Ist handlungsunfähig. Und jetzt pausieren die nicht mehr. Scheiße, wir müssen schnell handeln, Leute, und töten! Aber Darky tötet jetzt alles, weil er auf Ränke geschmied ist. Er ist zu OP gerade, ey. Das ist zu crank. Aber die machen auch nicht so viel großartig Schaden. Nein!
Rechte Hand! Das kann böse enden jetzt. Bis! Down! Und Plus ist auch da. Oh, coole Box! Ich mag die so gerne Boxen. Oh, ein Graugummi! Klasse Sache! Wir buchst uns einfach hoch ins Unermessliche. Das ist so krass, ey. Zack! Alle K.O. Selbst ein Bossraum kann uns nichts anhaben. Hallo, ihr Kids! Down. Oh, ein bisschen Kohle für mich. Goldgummi. Oh yeah, baby. Ne, ist ein Gelbgummi. Schade. 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 Scheiße, das war der Falsche. Sorry, Ducky. Ich wollte dir nicht den Gummi geben. Den sollte eigentlich ich bekommen. Ha, Typenvorteil. Oh, Meister. Zack. Und geh down. Thank you. Voltilam möchte ins Team. Ich glaube, wir haben einen Voltilam schon. Von daher, geh weg. Geh weg. Weiter geht's. Ampe-Ebene E3. Hör auf mit einer Ruckzucki, mein Freund. Das juckt mich nicht. Eilorb. Okay, den haben wir noch nicht. Von daher cool. Aber es gibt gute EP. 200 pro Poke, das ist schon eine Menge, meiner Ansicht nach, ey. Wenn man sich zurückerinnert, im letzten Dungeon haben wir, glaube ich, 400, 300 bekommen ungefähr. Und das ist jetzt ein Dungeon, der wissen, weil er zurückliegt. Und hier one-hitten wir fast alles. Ist gut. Kann man machen. Kann man mitnehmen, meiner Ansicht nach. Und nochmal ein Orangegummi. Den essen wir auch mal schnell auf, weil wir egoistisch sind. Nom. Nom. So, weiter geht's. Ein Voltilam. Zack. Und Glut zum Tod. Rank gespielt? Bonus. Noch eine Sinebeere zum KP auffallen. Ich glaube, hier kommt schon der erste Bossfight. Kann das sein? Lunastein. Lunastein. Fress mein Ladevorgang. Guter Schaden. Ducky boostet sich hoch. Und wir machen nochmal Ladevorgang. Das sollte das Ende sein, ganz ehrlich. Ja, es sind so viel Schaden, Alter. Nein, wir wollen noch ein bisschen bleiben und noch ein bisschen mehr fighten. Und wir haben ein Kraftband gefunden. Das ist schon mal schön. Ein paar Orbs. Und was haben wir hier jetzt? Ein Cognodon. Und ich will den Gummi haben. Ah! Ich will den Gummi haben. Gib mir den Gummi. Einfach, warum ich ihn haben wollte. Einfach nur so. 10 Kopfstoß. Das macht viel Schaden, meiner Ansicht nach. Aber Ladevorgang Funksprung. One hit KO. Wir sind too strong. Und wir hauen wirklich ab und erhalten natürlich unseren Lohn. Ihr habt den Rest eingefangen, nehmt diese Item zur Belohnung. Schwarzgummi, oh mein Gott, das ist echt viel. Und 90 Punkte, das war echt eine mickrige Ausbeute, meiner Ansicht nach. Und Cognodon, was kriegen wir? Top Elix, ist das euer Ernst? Oh, ist das euer Ernst? Okay, schon besser, danke. Man muss nur ein bisschen direkt sein. Ist das euer Ernst? Naja, EP-Band ist schon ein gutes Item. Das kann man gut verkaufen auch. Deswegen, da bin ich schon sehr zufrieden. Nochmal kurz strecken und recken. So. Und wieder ein Traum, oder wie sieht es aus? Hey Zero, wie es Voltorbots und seinen Freunden geht? Glaubst du, dass sie gerade gegen Reptile kämpfen? Oh, ich kann nicht schlafen, wenn ich daran denke. Aber weißt du, wenn ich darüber nachdenke, kommt mir alles so seltsam vor. Ich meine, Pokémon aus der Zukunft... Ob das wirklich möglich ist? Stimmt. Es ist schwer zu akzeptieren, dass ein Pokémon aus der Zukunft kommen könnte. Da fällt mir ein. Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Die zukünftige Welt, aus der zu Hilfe unserer Reptile kommen. Wie sie wohl ist? Die zukünftige Welt wie die Gegenwart? Ist es eine friedliche Welt? Morgen müssen wir wieder früh raus. Ich muss mich zwingen einzuschlafen. Ich schlafe jetzt, Zero. Gute Nacht. Morgen. Morgen gehen wir unser Bestes. Gute Nacht. Ja, schlaf gut, Ducky. Der nächste Morgen. Aufgestanden und ab dafür ist es... Oh, ich kann nicht mehr rumbrüllen, tut mir leid. Und wir speichern ab erneut. Dam, da, dam, dam, dam. Und wir schreiten vorwärts zu unserem Abenteuer. Ja, ja, ja. Was die versuchte Festnahme von Reptile angeht. Wir warten noch auf die Informationen von Reptile. Oh, immer noch. Oh, was ist das für eine Sirene? Wachmeister Magnetilo ist da! Das ist eine Nachricht vom Ohrwachmeister Magnetilo. Wir freuen uns, diese Nachricht überbringen zu können. Reptile wurde endlich gefasst! Boah, endlich! Donnerwetter, Reptile wurde geschnappt. Oh, weia, er hat es geschafft, juhu! Das ist nicht alles. Reptile wurde von den großen Zwölfen gefasst.
Wie er uns mitgeteilt hat, wird er mit Reptan in der Zukunft zurückkehren. Zwerfenst! Er geht nach Hause! Er geht wieder in die Zukunft? Wie soll das denn gehen? Ich habe nicht behauptet, dass ich das weiß. Aber wie ich gehört habe, werden sie durch einen Tunnel reisen. Soweit ich weiß, hat er auf den Hauptplatz der Stadt ein dimensionales Loch geöffnet. Zwerfenst sagte, dass er sich gerne verabschieden würde, bevor er geht. Deshalb hofft er, dass ihr zum Platz von Stadtstadt kommen werdet, um ihn ein letztes Mal zu sehen. Hey, na, worauf warten wir noch? Kommt schnell, wir müssen nach Stadtstadt. Alter, da ist echt ein dimensionales Loch. Es sind schon alle da. Hey, ich sehe den großen Zwirfels noch nicht. Was ist das? Das ist das dimensionale Loch. Dimensionales Loch? Ach so, das hat Magdi Schuhe ja vorhin erwähnt. Donnerwetter, ist es jetzt. Da sieht doch mal einer an. Wenn man da reingeht, bringt es einen in die Zukunft. Ey, Vorsicht! Geh nicht zu nah ran! Wenn du es berührst, werdest du sofort in der Zukunft befördert. Seid bitte äußerst vorsichtig. Uff, sorry. Hey, Selfie. Vesprit, let me take a selfie? Darky! Ihr seid alle in Sicherheit, ich bin nicht froh. Natürlich. Hat der Plan denn geklappt? Ja, ich muss wirklich sagen, dass der Plan von Zwölfens einwandfrei funktionierte. Reptan wurde gefasst und wir haben die gestohlene Zahnräder der Zeit wieder. Ja, super! Zwölfens musste gleich hier sein. Oh, wer ist das? Ist das der große Zwölfens? Hier kommt der große Zwölfens! Leute, macht Platz! Das ist Reptan? Er sieht wirklich wie ein übler Kerl aus. Hey, zum Glück haben sie ihn endlich geschnappt. Stimmt, seinetwegen wären wir fast gestorben? Keine Ahnung. Pokémon! Ich darf euch heute eine wunderbare Nachricht überbringen. Endlich wurde Reptan gefasst! Das war nur dank eurer Hilfsbereitschaft und Koordination möglich. Ich konnte euch nicht genug danken. Wie ihr seht, ist Reptan ein gemeines, hinterhältiges Pokémon. Nach seiner Festnahme sollte in eurer Welt für lange Zeit Frieden herrschen. Mann! Wie es aussieht, haben sie Reptan geknebelt. Er kann kein Wort sagen. Aber ich habe euch eine schlechte Neuigkeit. Ich habe für euch eine schlechte Neuigkeit. Es ist an der Zeit für mich, in die Zukunft zurückzukehren. Lebt wohl! Ich muss euch nun verlassen. Das stimmt wohl also. Hey, hey. Das macht mich ganz melancholisch. Ich wollte noch so viel von dir lernen, jawohl, ja. Selfie Vesprit Torbots, vertraue euch die Aufgabe an, es zu Ende zu bringen. Ja, wir wissen Bescheid. Wir haben die Zahnräder Zeit wieder. Und wir werden sicherstellen, dass sie wieder dahin kommen, wo sie hingehören. Das ist eure Aufgabe. Vielen Dank für alles. Du hast uns wirklich alle gerettet. Oh, was? Du warst sehr freundlich und hilfsbereit. Ich hoffe, dass du weiterhin für die Sicherheit hier ruhig sorgen wirst. Ja, darauf kannst du dich verlassen. Nun, es ist leider an der Zeit. Oh, sie sind weg. Pokémon, es tut mir im Herzen weh. Schnief, ich hasse traurige Abschiede. Ich hoffe, dass wir uns wiedersehen werden. Ach ja. Bevor ich gehe, muss ich noch zwei Pokémon sehen. Darky und Zero. Das sind wir, gehen wir zu ihm. Jetzt nehmen wir also wirklich Abschied. Zwirfens! Hat doch so viel für uns getan. Danke wirklich. Nun, dies ist der Abschied. Oder nicht? Hä? Es ist noch zu früh, um sich zu verabschieden. Wah! Ihr zwei, kommt mit mir! Meine Güte! Darky, Zero? Fuck! Was war gerade passiert? Und nun, Leute, beginnt das wahre Abenteuer von Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. In der zukünftigen Welt. Kapitel 14, in die Zukunft. Wo bin ich? Wurde ich mitgerissen? Ich kann nicht...
werde wieder ohnmächtig. Welcome to the future. Und hier, meine Freunde, beenden wir den heutigen Part. Wenn euch der Part gefallen hat und wenn ihr gespannt seid auf die Zukunft, dann gebt einen Daumen hoch und schreibt eure Meinung dazu in die Kommentare. Und für die Ask-Parts nicht vergessen, Ask-Fragen zu stellen. Von daher, Leute, haut rein, bis zum nächsten Part und ciao, euer Zero!